Liebe Theaterfreunde, ich meine, so kann ich sofort alle nennen, die heute hierher gekommen sind, ebenso wie die Görlitzer schon vor mehr als 150 Jahren hier zu dieser Stelle kamen, in dieses Kleinod, was wir hier besitzen. Und ich habe unsere Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters eingeladen, weil wir ja von Ihnen auch wissen möchten, wie halten Sie es denn mit dem Theater? Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, habe Ihnen vorhin auch versprochen, dass wir die Zeit auch unserer Kandidaten nicht überstrapazieren wollen. Und wir müssen nicht warten, bis die allerletzte Frage gestellt ist. Ich würde denken, wenn wir uns zum Ziel nehmen, nach 90 Minuten hier den Saal wieder zu verlassen, dann haben wir so viel Erfahrung, dass wir alle wissen, wie halten unsere Kandidaten mit dem Theater. Ich bedanke mich bei Herrn Beutler, der Mitleid damit hatte, dass ich hier auf diesem Stuhle anderthalb Stunden sitzen muss und der für mich die Aufgabe übernommen hat, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Und mit Ihnen natürlich. So, dann wünsche ich uns informative 90 Minuten. Vielen Dank, Frau Winkler. Jetzt sieht man erstmal, was man von hier oben sieht, nämlich nichts. Ja, so ist das halt. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, hier im Theater Görlitz. Und vor allem die vier Kandidaten für die UB-Wahl am 26. Mai. Wir haben alle fünf eingeladen, vom fünften gibt es keine Antwort, so viel ich weiß. Der sechste ist ja noch ein Bewerber, der, glaube ich, braucht noch ein paar Unterschriften. Von daher haben wir jetzt mal die vier genommen, die schon klar sind. Zu meiner Linken und von Ihnen aus zur Rechten hat Platz genommen Jana Lübeck, Kandidatin für die Linkspartei. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten und von Ihnen aus links gesehen Franziska Schubert, Kandidatin der Bündnisgrünen, der Bürger für Görlitz und des Netzwerkes Motor Görlitz. Mindestens. Und die Flanken in dieser Runde besetzen zum einen links von mir, rechts von Ihnen, Sebastian Lüppel für die Alternative für Deutschland. Und zur Rechten von mir und auch von Ihnen zur Linken, Octavian Urso, Kandidat der CDU. Ja, das Theater ist ja eine wichtige öffentliche Einrichtung in dieser Stadt und es ist auch einer der größten Zuwendungsempfänger der Stadt, 2 Millionen. Wenn ich den Haushalt richtig gelesen habe, sollen ab 2019 hierhin fließen. Wir werden vielleicht dazu noch kommen, da gibt es ein paar finanzielle Verschiebungen. Deswegen ist es vielleicht einfach mit dieser Maßzahl ganz gut getan. Aber nicht jeder Görlitzer geht natürlich ins Theater, auch wenn wir jetzt viele heute Abend hier willkommen heißen. So gibt es doch unterschiedliche Geschmäcker und Interessen. Die einen finden das eine wunderbare Art, sich zu unterhalten und auch angeregt zu werden. Andere aber finden das vielleicht auch als Ort der oberen 10.000. Was ist das also, dieses Theater, und was soll es für Görlitz sein und was haben die Kandidaten bei dieser OB-Wahl für Vorstellungen darüber? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Wir haben uns so gedacht, die ersten 45 Minuten versuchen wir das von hier oben in einem Frage- und Antwortreigen hinzubekommen und anschließend sind Sie gern eingeladen und wir freuen uns darüber, wenn Sie dann Ihre Fragen äußern würden. Wenn ich recht informiert bin, bringt dann Herr Bormann das Mikro zu Ihnen. Sie brauchen also sich nur zu melden und dann muss das eigentlich auch ganz gut klappen. Ich hoffe, Sie verstehen mich ganz gut. Seit einigen Tagen hat mich ein bisschen die Heiserkeit getrieben und plagt mich. Sollte es zu leise werden, rufen Sie einfach. Ich versuche es dann noch ein bisschen lauter. Okay, so, jetzt wollen wir einfach loslegen. Frau Lübeck, wen ich hier als erstes frage, ist egal. Einer muss es sein. Sie haben ja auch ein bisschen fast Heimvorteil.
Bis Herbst, glaube ich, waren Sie zumindest beim Orchester angestellt, als Orchesterdisponent. Sind dann jetzt in Zittau tätig. Das Thema dieses Abends heißt der Lust und Erlass des Theaters. Fangen wir doch einfach mal damit an. Was ist es denn für Sie? Also das Theater ist für mich natürlich Lust. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht Kultur und Management studiert. Ich komme ja aus dem Kulturbereich und war natürlich sehr erfreut, dass ich hier beim Theater in Görlitz arbeiten konnte. Okay, Sie haben da also ein paar Schritte in Ihren Beruf auch getan. Aber das ist ja schon ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, gerade in Zeiten nicht nur wie diesen. Die Görlitz haben immer an diesem Theater gehangen. Sie haben dafür eingesetzt, dass das Ensemble geblieben ist und kein Stationenprinzip, also durch reisende Truppen und Ensembles zu bespielen. Glauben Sie, dass in den nächsten 7 Jahren, wenn Sie Verantwortung tragen würden als OB, das auch so bleibt? Also dafür würde ich mich natürlich einsetzen, dass das Theater bleibt in Görlitz und dass das Ensemble erhalten bleibt in seiner Gänze. Aber ich denke, es gibt immer Entwicklungspotenzial. Es wird nicht so sein, dass wir auf dem Stand, wie wir jetzt sind, stehen bleiben, was aber nicht negativ gemeint ist. Ne? Wo sehen Sie denn Entwicklungspotenzial? Also inhaltlich gesprochen kann ich da natürlich nicht eingreifen. Da können wir nur vielleicht auch versuchen, als Bürgerschaft, als Mitglieder im Theatermusikverein zu sagen, was wir denn gern uns wünschen. Aber dafür gibt es natürlich die künstlerische Leitung. Ich denke, es gibt Entwicklungspotenzial im Strukturellen, wobei ich eben gesehen habe, dass das Konsolidierungskonzept, der Stellenabbau dem Haus eben nicht gut getan hat. Und da meine ich eben Entwicklungspotenzial zu schauen, wie können wir an der Struktur im Haus sozusagen arbeiten. Herr Oso, auch Sie haben ein bisschen einen Vorteil. Sie waren hier lange Trompeter. Aber vor allem auch Betriebsrat, also so eine Zwitterfunktion oder Erlebnisse hier im Haus. Was glauben Sie in den 7 Jahren? Wird es ein Ensemble bleiben? Ja, vielleicht. Ich habe vieles erlebt hier in diesem Theater. Ich habe eine Fusion mit Bautzen der Philharmonie erlebt. Ich habe die Fusion mit Zittau, dann Verwandlung in eine GmbH des Theaters. Ich habe vier Intendanten überlebt hier im Haus. Und worüber reden wir überhaupt? Das Theater, weil Sie am Anfang fragten, was das Theater ist. Die meisten sehen die Solisten, unser Chor, Schauspieler, Orchester, die Tänzer hier auf der Bühne, aber das Theater ist noch viel mehr. Das ist die ganze Technik dahinter, die Orchesterwarte, Verwaltung, die ganze Infrastruktur, Werkstätten und deswegen, die meisten sind eigentlich hinter der Bühne, in diesem Theater und nicht auf der Bühne, wie heute Abend. Und es ist für mich auch ein Ort der Bildung. Wir haben viele Schulkonzerte immer wieder auch gemacht und ich denke, das Theater ist auch stark in der Gesellschaft verankert. Es ist auch eine Identifikation. Punkt, denke ich, mit der Heimat, mit der Region, auch mit unser Land, Sprache, Kultur einerseits und andererseits ist auch sehr international das Theater. Zu meiner Zeit waren über 16 Nationalitäten hier im Haus, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vor allem ist für mich ist das Theater auch ein Wirtschaftsfaktor, sei ganz ehrlich. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass das Theater weiterhin so existiert, bis jetzt in dieser Form ist. Und ist auch ein wichtiger Standortfaktor. Herr Wüppel, ist für Sie das Theater auch Heimat? Das ist fast wie eine bestellte Frage. Für mich ist das Theater insofern auch ein bisschen Heimat, weil ich auch eine gewisse weitläufige persönliche Verbindung dazu haben. Mein Urgroßvater hat ja als Tischler gewirkt im Theater, hat so ein paar Sachen gebastelt, also was ich auch dann für zu Hause, für den Hausgebrauch, zum Beispiel Zauberkasten und sowas, das sind so Dinge, die laufen mir halt auch in meinem täglichen Leben über den Weg. Und ich erinnere mich natürlich daran, ne, wo kommt der her, wo ist das Ganze entstanden, hat Familienwappen und so weiter selber entworfen und erfunden, also es war eine ganz tolle Sache und insofern kann ich sagen, klar ist da ein Bezug da und das
Theater irgendwo ist auch in meiner Familie mit drin. Der andere war Musiker gewesen von den Urgroßvätern. Also das passt schon, ist schon Heimat. Wichtig ist eben auch, dass wir hier diese Tradition seit vielen, vielen Jahren haben, dass wir diese Tradition des Theaters auch erhalten können. Mal unabhängig von der Frage, ob Görlitz als Mitglied in dem oberzentralen Verbund, der wir ja sind, ein Theater braucht oder nicht. Und selbstverständlich brauchen wir das. Ja? Also wenn Dresden ein Oberzentrum ist und ein Staatsschauspiel dort hat, brauchen wir natürlich hier auch ein Theater und wir dürfen uns hier auch nie unter Wert verkaufen, obwohl wir in der Provinz sind, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, denn wir sind keine Provinz. Görlitz ist eine Stadt mit Zukunft, eine Stadt, die wächst und selbstverständlich brauchen wir hier auch für die Zukunft unserer Heimat ein Theater. Ja, nun lassen Sie uns mal in Ihren Zauberkasten ein bisschen schauen. Ihren Zauberkasten ein bisschen schauen. Was für ein Theater wollen Sie denn hier? Ja, was möchte ich für ein Theater? Also wenn ich jetzt nach der Optik gefragt werde, dann muss ich sagen, hier vorne in dem Zuschauerbereich, das ist ja wirklich wunderbar geworden. Also dieser Umbau damals hat sich wirklich bezahlt gemacht und das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Für die Leute, die hier im Theater arbeiten, würde ich mir allerdings auch ein Theater wünschen, was auch konsequent weiter modernisiert wird, also auch in dem Bereich hinter den Kulissen. Ja, dass dort sukzessive auch die Technik mal erneuert wird, da habe ich ja mitbekommen, sind schon erste Schritte gemacht worden, ja, dass das stufenweise dann auch ausgebaut wird und wenn hier der Stand von vor 100 Jahren ist, den sieht man natürlich als Zuschauer nicht unbedingt, aber an der einen oder anderen Stelle muss ja schon mal nachgebessert werden und da ist eben auch wichtig, dass da ausreichend Mittel da sind, die dann aber natürlich nicht in erster Linie von der Stadt kommen sollten, sondern ich denke, hier ist auch der Freistaat in der Pflicht, auch über die Kulturraummittel ausreichend Geld bereitzustellen. Ja, und ansonsten, was das Inhaltliche angeht, da wünsche ich mir einfach ein Theater, was breit aufgestellt ist, was für alle gesellschaftlichen Schichten, die wir in Görlitz haben, Angebote macht. Ja, das kann ganz niedrigschwelliges sein, das können aber natürlich auch Sachen sein, wo man vielleicht sehr stark nachdenken muss und wo man vielleicht auch wirklich dann nochmal so ein Handbuch in der Hand haben muss, um zu verstehen, was auf der Bühne eigentlich passiert. Also das hat alles seinen Platz. Denn die Gesellschaft in der Stadt ist schlicht und ergreifend so vielschichtig, dass für jeden was geboten werden kann. Und ich denke, wenn hier im Jahr ungefähr 660 Vorstellungen, glaube ich, waren 2017 gewesen, Vorstellungen gemacht werden, ist auch ausreichend Zeit, dass für jedermann was geboten wird. Okay, Frau Schubert. bei Ihnen komme ich wieder auf die Ursprungsfrage zurück. Ist das für Lust oder Last? Für mich ist das ganz klar Lust. Herr Wippel hat das gerade skizziert, dass er in seiner Biografie Verbundenheit hat mit dem Theater. Das geht mir ähnlich so. Und was ich in den letzten Jahren vor allen Dingen erlebt habe hier in der Region und in der Stadt, ist, dass die Menschen eine ganz starke Wertschätzung für ihre Theaterstandorte und für das, was hier geleistet ist, haben. Das heißt, die Menschen haben, als es in der ersten Runde darum gegangen ist, ob hier an den Theatern vielleicht einen Standort schließen muss oder nicht, schon abgestimmt, was ihnen das Theater tatsächlich auch wert ist. Das heißt, wir haben die Nachfrage, die da ist, in der Region, auch über die Stadt hinaus. Ich denke, dass das ein klares Zeichen ist. Und die Wertschätzung, die die Menschen haben, die drücken sich darin aus, dass sie Vorstellungen haben, die sehr, sehr gut besucht sind. Ich zum Beispiel finde und habe auch mehrere davon besucht, dass die Inszenierung der jungen Konzertreihe Hexenritt und Drachentöne, die sind wunderbar. Ich habe da mehrere davon gesehen und haben sie ein ganz gemischtes Publikum, ganz unterschiedliche Generationen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, auch der nachfolgenden Generation das Thema Theater nahezubringen. Man sieht das auch, dass das Erfolg hat. Man hat deutschlandweit eigentlich eine Verdrossenheit oder einen Verdruss, was das Thema Abonnements für Theater angeht. Und hier im Gerhard-Hauptmann-Theater konnten auf diese Art und Weise tatsächlich 300 neue, junge Abonnenten und Abonnentinnen gewonnen werden. Und das ist für mich ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass die Menschen sich dieses Theater wünschen, dass sie hinter dem Theater stehen. Und das ist auch eine Aufgabe einer Oberbürgermeisterin, sozusagen dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse, die die Menschen haben, auch weiterhin hier eine Heimat finden. In diesem Standort, aber auch in den anderen Spielstätten und dem anderen Standort. Herr Uso, Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, ich würde gerne zu Herrn Wippel was sagen, weil ich sehr positiv überrascht war zu hören, dass er, wie hat er heute Abend gesagt, das Theater soll breit aufgestellt sein.
Hört sich alles sehr schön, aber es ist total unglaubwürdig. Tut mir leid, das zu sagen. Ich sage Ihnen auch warum. Die AfD hat im Landtag einen Antrag eingebracht und wollte mit dem Antrag den Orchestern, Musikschulen und den Künstlerinnen und Künstlern in Sachsen ein staatlich gelenktes Programm fordern. Kann man gar nicht anders benennen. Ich weiß das ganz genau, weil ich zu dem Antrag sprechen musste damals. Und abgesehen davon, dass ich dabei viele an diese Kultur- und Gastspieldirektion zu der DDR-Zeiten erinnern konnten, bei diesem Antrag stellte die Forderung einen absoluten Widerspruch zur Kunstfreiheit. Also ich nehme Ihnen das nicht ab, ich nehme der AfD überhaupt nicht ab, dass das Theater ein Ort der Freiheit und für alle da sein sollte. Sie wollen was ganz anderes und dann sagen Sie einfach, was Sie wollen. Herr Wippel, sagen Sie da jetzt nur was, was uns gut gefällt, oder sind Sie doch davon überzeugt? Ja, natürlich. Ich erzähle den ganzen Abend immer nur das, was Ihnen gut gefällt oder was ich glaube, was Ihnen gut gefällt. Naja, das ist natürlich Quatsch. Also selbstverständlich gibt es in jedem Bereich, in jeder Partei, gibt es Anträge, die findet man gut oder die findet man weniger gut. Tatsächlich bin ich hier als Person gefragt und Sie dürfen mir gerne abnehmen, das, was ich hier sage, weil Lügen ist meine Sache nicht. Lügen haben kurze Beine, irgendwann kommen sie raus. Selbstverständlich ist es so, dass ich das eine oder andere durchaus kritisch sehe und dass ich das inhaltlich vielleicht auch nicht immer teile. Also gerade dann, wenn Kultur zu politisch wird, ja, also wenn sie ausdrücklich sich gegen einzelne Parteien oder Politikströmungen richtet und das sehr einseitig, dann finde ich das schon sehr anstrengend. Auf der anderen Seite ist es auch sinnvoll, ist es wirklich sinnvoll, dass sich Theater und Kultur natürlich eben auch mit Politik beschäftigt. Aber da würde ich schlicht und ergreifend darum bitten, dass man hier verschiedene gesellschaftliche Themen aufgreift und diese Themen auch von den verschiedenen Standpunkten, die es halt gibt, aus beleuchtet. Das kann man durchaus kritisch machen, das muss kritisch sein, ja, weil Kultur ist natürlich Bestandteil des Lebens. Und so bunt wie es ist, so bunt wie unsere Gesellschaft letzten Endes ist, ja, ob ich da alles richtig finde oder nicht, hat das alles seinen Platz und da muss man auch drüber diskutieren können an dieser Stelle. Ja. Können gerne darüber diskutieren, aber Sie haben für den Antrag gestimmt. Das ist die Wahrheit. Sie können gerne eine andere Meinung haben, aber trotzdem, Sie haben für den Antrag gestimmt und dieser Antrag hat sich so gelesen wie ein Lehrbuch für Diktaturen. Wirklich. Es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Und jetzt hier kommt ganz andere Aussagen, das nehme ich Ihnen nicht ab. Okay. Wir wollen jetzt kein Zwiegespräch machen. Es sind ja noch ein paar mehr hier oben, wenn auch nicht die Mehrheit im Saal. Aber Frau Lübeck, kann denn Theater zu politisch sein? Das Theater kann nie zu politisch sein. Also. Ich kann jetzt zu dem Antrag nichts sagen, damit den habe ich jetzt in der Vorbereitung mir nicht angeschaut. Aber ich denke, dass gerade die Aufgabe des Theaters ist, uns einen Spiegel vorzuhalten. Und auch wenn wir hier manchmal denken, dass wir die leichte Unterhaltung haben, wenn wir in die Operette gehen, ist es oft genug passiert. Es gab eine Operette, da gab es eine Inszenierung mit Kriegsszenen und da war Publikum entsetzt. Wo ich sage, auch das gehört dazu, dass man eben auch nachdenklich nach Hause geht. Das ist nie die Aufgabe, sich hier hinzusetzen und zu sagen, naja, jetzt unterhaltet mich mal mit dem, was ihr macht, sondern vielleicht eben auch zu sagen, das hat mir mal nicht gefallen und das eben eine Diskussion auslöst, dann eben, wenn man hier rausgeht, weil das Theater soll ja auch nach außen strahlen. Wenn Sie gesagt haben, nicht jeder geht ins Theater, aber wenn sich eben rumspricht, eine Inszenierung, wo man eben kritisch ist, dann ist es ja gerade ein Anreiz zu sagen, ich komme hierher, ich gucke mir das an, um mir selber eine Meinung dazu zu bilden. Und das finde ich ziemlich wichtig. Und dann dachte ich schon, wir sind uns hier alle einig über die Rolle des Theaters. Ist ja auch schön, dass es da Unterschiede gibt. Ich will aber auf ein anderes Thema hinauskommen. Wir haben ja jetzt den 1. Januar, glaube ich, dass das Theater, dass die Mitarbeiter des Theaters nach dem öffentlichen Tarif bezahlt werden. Das war lange Zeit umstritten, beziehungsweise es war lange Zeit nicht möglich, weil die Kräfte nicht reichten und der Freistaat nicht
die Notwendigkeit dafür sah. Nun ist das in einer gemeinsamen Kraftaktion eingeführt worden und alle haben sich versprochen, darauf zu bleiben, auch wenn es hart werden könnte, irgendwann mal. Nun hat der Landrat danach gleich wieder gesagt, naja, aber wir müssen dann gleich mal über Kürzungen und Umstrukturierungen nachdenken. Er hat dann wieder relativ schnell versucht, den Korken auf die Flasche zu bekommen, nachdem er ihn erstmal entkorkt hatte, die Flasche. Frau Schubert, wie ist denn das? Können wir uns das Theater nur leisten, wenn es schön preiswert ist, oder können wir es uns auch leisten zu den Tarifen, die da gelten? Also ich kann vielleicht das Wörtchen irgendwann bei Ihnen nochmal aufgreifen, weil das irgendwann, es ist in 4 Jahren akut. Also der Kulturpakt, der jetzt geschaffen wurde oder eingerichtet wurde, der kehrt sich in 4 Jahren sozusagen um. Momentan haben wir die Übernahme von 70% durch den Freistaat, was diese Tarifangleichung angeht, 30% von den Gesellschaftern, das kehrt sich danach um. Wir haben da sehr darauf gedrungen, eine Entfristung zu machen in dem Bereich, also den Kulturpakt zu verlängern, zu entfristen. Denn 15 Jahre haben wir hier in diesem Theater eine Gehaltsabsenkung bis zu 25% gehabt bei den Mitarbeitenden. Und da muss man sagen, das war von allen Theatern Sachsens der höchste Verzicht. Also das ist den Mitarbeitenden in diesen Theatern an den Standorten tatsächlich ganz hoch anzurechnen, dass sie das über die vielen Jahre überhaupt mitgemacht haben. Also das eine ist, wir haben diese Befristung des Kulturpaktes und der Kulturpakt bezieht sich ausschließlich auf die Personalkosten. Aber in dem Theater haben Sie natürlich nicht nur Personalkosten, sondern Sie haben natürlich auch die Sachkosten. Und für die Sachkosten haben Sie im Kulturpakt keine Mittel vorgesehen. Was dringend getan werden muss, indem man ins Kulturraumgesetz auch nochmal reingeht, in die Finanzierung, das habe ich auch, das schon in der dritte Haushaltsverhandlung, die ich mitgemacht habe, wo ich das immer wieder gesagt habe, wir brauchen eine Dynamisierung der Mittel. Das heißt, die Ausgaben auch in den Sachkosten steigen, nicht nur beim Personal, sondern auch bei den Sachkosten, was Materialbeschaffung und Ähnliches angeht. Das heißt, das Geld, was vom Freistaat kommt, über das Kulturraumgesetz, muss angeglichen werden. Das ist die sogenannte Dynamisierung. Ausgaben steigen, also müssen auch die Zuschüsse oder das, was über den Kulturraum kommt, steigen. Das ist ganz wichtig, weil wir natürlich diese solidarische Finanzierung haben zwischen Freistaat und der kommunalen Ebene plus die Sitzgemeindeanteile. Und da muss man sehr genau gucken, wer kann sich dort auf welcher Ebene was leisten. Der Freistaat ist ja deutlich in der Pflicht. Da muss man auch als Oberbürgermeister, als Oberbürgermeisterin sehr stark darauf hinarbeiten. Das ist der eine Punkt, dass man die Finanzierung von Seiten des Freistaates konsequent für diese Standorte einfordert. Der Kreistag hat übrigens den Landrat mit dieser Sache ausgestattet. Es gibt einen Beschluss im Kreistag dazu, dass eben die Standorte und die Sparten erhalten werden. Das ist die Maßgabe. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie haben das Strukturkonzept angesprochen, das ist gar nicht eine fixe Idee vom Landrat, sondern das ist eine Idee vom Ministerium. Das Ministerium hat reingeschrieben, als es die Information rausgegeben hat, dass über Strukturkonzepte, dass Strukturkonzepte vorzulegen sind, wenn man zukünftig diese und jene Zuschüsse haben will. Darauf ging die Diskussion los. Die Sache ist nur die, es wird jetzt so kommen, dass wahrscheinlich wieder jemand ein Strukturentwicklungskonzept macht und ein Strukturkonzept macht, aber das Signal, was von Görlitz und auch von Zittau ausgeht, das darf nicht sein, wir können hier noch konsolidieren. Zittau hat massiv konsolidiert und gespart, das hat Jana Lübeck schon gesagt, Octavian Orso hat es angesprochen, da sind wir, da wissen wir nicht, wo wir noch sparen sollen. Aufgabenkritik ist immer gut, man kann auch immer gucken, wo kann ich noch Effizienz schaffen, aber in dem Bereich muss das Signal nicht sein, wir können hier auf Teufel komm raus noch sparen. Das ist nicht das richtige Signal, wir können es nicht mehr. Wir wollen diesen Standort halten, wir wollen die Mitarbeitenden halten, wir wollen die Auszubildenden halten. Das wollen wir für Görlitz tatsächlich haben. Und das sind diese zwei Komponenten, die es zu verhandeln gilt, die es konsequent und fachlich gut zu verhandeln gilt. Herr Rosso, ist dann die Große Koalition in Dresden zu kurz gesprungen bei diesem Thema? Ist ganz groß gesprungen, sogar. Ich habe diese ganze Finanzierungsgeschichte fast über Jahrzehnte miterlebt, als Angestellter, als Betriebsrat, als Aufsichtsrat, als Stadtrat, als Landtagsabgeordneter und als Kultursenator. Und was Finanzierung betrifft, gab es über die Jahre so ein bunter Strauß an Vorschlägen.
Die populärsten sind Personalabbau, weil 90% der Kosten im Theater Personal sind. Und immer mit dem Zauberwort Synergieeffekte, das kommt immer, wenn so ein Vorschlag kommt. Einer der skurrilsten Vorschläge war, das Orchester zu verkleinern und dafür sollen die anderen lauter spielen. Das ist kein Witz, echt, das ist echt kein Witz. Und, das wäre für Sie ja gut gewesen, so ein Ja, und, noch so einen Vorschlag gibt es, das war die Verlegung der Philharmonie nach Polen, weil dort billiger ist und dadurch würden wir Geld sparen. Übrigens kam von einer Ihrer Unterstützer, Frau Schubert, sage ich jetzt nicht von wem, das kam damals. Aber ja, meine Antwort war dieser Hausteilvertrag, den Sie angesprochen haben. Und das war ein schwieriger Prozess, aber für mich stand im Vordergrund den Erhalt der Leistungsfähigkeit des Ensembles. Deswegen kein Personalabbau und das hat uns, glaube ich, über die Jahre auch gerettet, dass wir leistungsfähig geblieben sind, dass alle Sparten erhalten wurden und das war eine gute Sache. Also man musste 6 Haustarifverträge verhandeln, aber hat sich am Ende gelohnt und da muss ich auch sagen, ohne mein Mitwirken damals würde das Ensemble in dieser Form heute nicht mehr existieren. Jetzt, was im Landtag betrifft, vielleicht nochmal zur Finanzierung. In den ersten 2 Haushalte, als ich dabei war und die anderen Kollegen, die aus dem Landtag sind, auch, haben alle 3 2014 angefangen, es ist uns gelungen, erstmal richtig aufzustocken, nach langer Zeit, das Kulturraumgesetz. Ich bin aktiv auch im Kulturbereich im Landtag und über 11 Millionen und ich habe dann plötzlich festgestellt, es kommt zu wenig an. Trotz dieser Steigerung der Summe kommt nach unten oder tröppelt nur so nach unten. Und deswegen diese kreative Lösung, extra Topf für Theater und Orchester. Die Lösung war am Ende möglich, auch ein bisschen umstritten, aber am Ende nur möländlich, weil wirklich alle Theater im ländlichen Raum betroffen sind. Also nicht nur Görlitz, ich hätte für Görlitz das gar nicht machen können allein, waren alle betroffen. Und es war auch möglich, weil Michael Kretschmer auch mitgezogen hat. Und ich habe mit ihm mehrmals gesprochen und er hat sich auch dahinter gestellt. Und am Ende ist diese Lösung rausgekommen, dass die Theater einen extra Topf bekommen haben. Es ist für 4 Jahre festgelegt, das stimmt schon. Und wir gehen davon aus, in allen Gesprächen, auch mit dem Ministerium, dass nach 4 Jahren eine andere Lösung gefunden wird, was mit dem Kulturraumgesetz am Ende verbunden wird. Das muss auch sein. Aber zuerst einmal zurück in den Tarif. Das ist eine gute Lösung und darüber freue ich mich. Haben Sie eine Idee, wie das nach 4 Jahren weitergehen könnte? Ja, ja. Natürlich. Wie gesagt, ich habe gesagt, über das Kulturraumgesetz, das kann man das eingliedern und schauen, welche Steigerungen möglich sind. Die Diskussion zu dieser automatischen Steigerung im Tarif gab es immer. Gab es auch zu meiner Zeit im Theater, gab es zu meiner Zeit jetzt im Landtag. Es ist natürlich ein Problem, einen Automatismus einzuführen, weil letztendlich würde dazu führen, dass alle Theater staatlich sind. Das wäre das Ergebnis unterm Strich und wir sind hier im kommunalen Bereich. Wenn das die Entscheidung am Ende sein sollte, dass alle Theater in Sachsen staatlich wieder geführt werden sollte, sollte so sein, aber es gab bis jetzt noch keine Mehrheit für diese Lösung und man muss auch dazu sagen, in Sachsen hat die meisten Theater und Orchester in Deutschland als Bundesland. Das ist anhand der Einwohnerzahl, das ist die Wahrheit, das ist eine tolle Sache, aber das ist auch keine einfache Aufgabe, alles zu finanzieren. Frau Schubert, Sie wollten direkt darauf reagieren. Ja, ich darf vielleicht darauf reagieren, lieber Octavian, also eine ja, Dynamisierung, wie ich sie angesprochen habe, im Kulturraum, in der Finanzierung bedeutet nicht eine Verstaatlichung der Theater, sondern die Dynamisierung bedeutet, dass wir nicht alle 2 Jahre, wenn wir den Haushalt neu aufstellen, darum ringen, wie viel on top, also obendrauf kommt. Wenn die Dynamisierung von Anfang an drin ist, das ist ja ein probates Mittel, was man in der Finanzpolitik und in der Finanzplanung macht, dann hast du eine Erwartungssicherheit und eine finanzielle Planbarkeit auch bei den Theatern, du musst sie dazu nicht verstaatlichen. Das heißt, der Kulturpakt, das ist, wie ich es vorhin auch gesagt habe, der muss entfristet werden und es braucht eine Dynamisierung in den Mitteln. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist das Zweite. Das Dritte, dass wir uns angucken müssen, wer soll denn über den Kulturraum, über das Kulturraumgesetz mitfinanziert werden. Ne, da haben wir eine Diskussion gehabt in Zittau,
wo ganz klar wurde, was kann vielleicht separat finanziert werden, wie zum Beispiel Landesbühnen. Und dann haben wir diesen Punkt der Sachkosten, die ich angesprochen habe. Kulturpark ist nur Personal und die Sachkosten steigen aber auch. Und da ist die Dynamisierung der Mittel wirklich das angezeigte Mittel. Und wenn man sich die Diskussion anguckt, dann hatte die Große Koalition hatte einfach 5 Jahre Zeit, das verändern zu können. Und natürlich muss man dann gucken, wir werden den Anlauf natürlich nochmal nehmen und sagen, das ist das, was man finanzpolitisch hier machen muss, um den Theaterstandorten im ländlichen Raum eine Sicherheit zu gewährleisten. Das ist, wie man das systematisch anpackt und eben nicht immer nur Pflaster aufklebt oder on top was tut. Das ist so dieses Lego-Prinzip, das ist nicht sehr nachhaltig. Aber die Dynamisierung ist tatsächlich der Weg, den ich auch empfehlen würde, wenn man es festzurren will, was die Planungssicherheit auch für die Theaterstandorte angeht. Richtig, ja, mit der Dynamisierung. Das ist richtig, ich habe auch dafür gekämpft. Die Dynamisierung gibt es halt, aber nur im staatlichen Bereich bis jetzt. Das ist die Wahrheit, weil wenn man in einem Bereich mit Dynamisierung anfängt, dann muss man in anderen Bereichen anfangen. Und man muss auch wissen, es gibt einen Kultursenat und es gibt eine Evaluierung immer jedes zweites oder viertes Jahr. Und anhand dieser Evaluierung wird das Gesetz erst geändert und dann auch die Finanzierung festgelegt. Hat auch funktioniert diesmal tatsächlich. Was der Kultursenat empfohlen hat, ist auch gemacht worden. Okay, wir wollen aber wieder mal zu der Frage, die es eigentlich war, zurückkehren. Da ging es ja ein bisschen um diese sozusagen diese Tariferhöhung oder überhaupt in den Tarif zu kommen, gleich verbunden worden ist wieder mit Strukturentwicklung, Strukturkonzepten. Also damit verbinden ja viele zunächst einmal Einsparungen und Abbau von Leistungen. Frau Lübeck, Herr Wippel, wie finden Sie denn das, dass das gleich wieder verbunden ist? Finden Sie das richtig? Und wenn ja, was würden Sie denn da vorschlagen oder sind Sie eigentlich ganz anderer Meinung? Also ich habe so ein bisschen gewartet auf die Frage, was mir so in der Vorbereitung gekommen ist, der Gedanke ist, jetzt freuen sich alle, also A muss man auch nochmal unterscheiden, die Tarifanpassung ist, also wir haben mehrere Tarifgruppen am Theater und man muss ganz deutlich sagen, das betrifft nicht alle Tarifgruppen am Theater. Es gibt den NV Bühne Solo-Vertrag, der ist für die Solisten, also für die Sänger und für die Schauspieler. Der hat einen Vorteil für beide Seiten, der aber auch nachteilig sein kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, in der nächsten Spielzeit plane ich ein Stück, da brauche ich kein Sopran. So. Und dann sage ich, okay, ich möchte den Vertrag nicht verlängern, ich möchte mich umgucken nach jemand Neues. Und dann einigt man sich und sagt, okay, in einem Jahr gehen wir auseinander. So. Und wenn ich jetzt aber hingehe, ne, und sage als Sopran, naja, ich möchte aber gerne mehr Geld, dann ist es so ein Hebel zu sagen, aus künstlerischer Sicht möchten wir den Vertrag nicht verlängern. So. Aber es ist schwierig, einen Spielplan ohne Sopran zu machen. Ja, das war jetzt ein Beispiel, ne, zum Verständnis. Das betrifft eben die Schauspieler, das betrifft die Sänger. Wir haben da eine nicht so starke Gewerkschaft dahinter. Da gibt es halt nur die Mindestgage. Und da muss man einfach sagen, die ist wahnsinnig niedrig. Ich glaube, die wurde jetzt auch nochmal, also die war am Mindestlohn orientiert, die wurde angehoben auf eben diese Mindestgage von, ich glaube, 2050 Euro brutto. Und da muss man einfach sagen, das ist ja wohl lächerlich. Also für das, was geleistet wird, weil wir reden hier immer davon, dass wir Leistung erhalten, also im Sinne von Output, im Sinne von dem, was produziert wird. Aber wenn wir Stellen haben, die einfach besetzt sind und wenn wir am Freitagabend eine Vorstellung haben, wo wir einen Sopran brauchen und wissen, wir haben den nicht, der ist krank, dann muss ich jemanden finden, der diese Partie singen kann, der weiß, was er zu tun hat und der professionell genug ist dafür. Und der wird mich vielleicht die Hälfte von so einem Gehalt auch kosten am Abend, was mich jemand zu beschäftigen im Monat kostet. Das muss man auch mal ein bisschen sehen, wenn wir uns den Spielplan angucken, der ist sehr schön. Da kann man eben ins Theater gehen am Freitag, am Samstag, am Sonntag, da kann man sogar in Zittau gehen, da kann man sich entscheiden oder auch mal nach Bautzen fahren, die kriegen auch unsere Produktionen noch. Also da muss man einfach gucken, wo ist diese Leistungsgrenze erreicht. Und wenn wir jetzt sagen, Menschen bekommen nach Tarif, dann ist das super. Aber das bedeutet ja nicht, dass auch die Produktionsbedingungen besser werden. Wie schon gesagt wurde, die Sachkosten, die Sachmittel steigen nicht. Wenn wir vielleicht mal gucken gehen, gibt es eben Geld für Sachausstattung? Nee, das gibt es einfach nicht. Wenn wir uns nochmal auch fragen, das habe ich jetzt so ein bisschen mir gedacht, was können wir eigentlich hier eben in Görlitz machen? Wir können das Haus weiter sanieren, weil das ist ganz dringend nötig. Das sind eben auch Arbeitsbedingungen für die Leute, die hier arbeiten.
Wenn ich hier auf die Toilette gehen möchte, dann soll das ja auch einen gewissen Anspruch haben oder eben auch überhaupt eine Toilette da sein. Das sind ganz einfache Sachen, die die Leute hier betreffen, die hier arbeiten. Und was ich gesagt habe, es wird rumgefahren im Kulturraum, ne? Das ist auch ein Belastungsfaktor, wenn ich eben weiß, ich habe früh eine Probe und ich muss abends noch die Leistung bringen, mich auf die Bühne zu stellen. Und ich habe die Probe in Görlitz, ich habe die Vorstellung in Bautzen, ich komme zurück, ich muss morgens wieder zur Probe gehen. Das ist sozusagen auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss, wenn man jetzt sagt, okay, ihr kriegt nach Tarif. Müssen wir auch sagen, ist vielleicht auch gerecht, ne? Weil eben dieser Verzicht war ja auch da die letzten Jahre. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Haus damit am Leben gehalten, dass sie es mitfinanziert haben. Und jetzt sollen sie applaudieren, dass sie nach Tarif bekommen. Also das ist vielleicht ein Gedanke, den man dazu mal haben sollte. Und eben eine Sicherheit, die es auch geben sollte auf die nächsten Jahre. Eben mit dem, wir haben nun mal eben tarifgebundene Löhne und die sollten uns auch einhalten hier am Theater, denke ich. Ich will gar nicht Salz in die Wunde reinwerfen, aber es ist natürlich so, dass wir gerade hier im Osten und in der Region sowieso relativ wenig tarifgebundene Jobs haben, außer im öffentlichen Dienst und in großen Industrieunternehmen. Und ansonsten, ja, ich versuche es etwas lauter. Und ansonsten eben sehr auch ohne Untertarif bezahlte Jobs haben. Das heißt, das, was die Theatermitarbeiter erlebt haben, ist ja, ich sag mal, im Handwerk, in der Wirtschaft gängige Praxis. Ne? Oder? Die beiden ist die Tarifsteigerung? Oder? Nein, oder dass gar kein Tarif gezahlt wird. Dass kein Tarif gezahlt wird? Ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, oder ich habe jetzt vielleicht die Frage nicht ganz. Formulieren Sie es nochmal bitte. Ich wollte nur anmahnen oder einwerfen, dass ganz viele in der freien Wirtschaft auch keine Tarife, Löhne gezahlt bekommen, obwohl es Tarifverträge vielleicht gibt. Ja, aber ich meine, wir sprechen eben jetzt hier nicht von der freien Wirtschaft, wir reden eben von dem Theater, was kommunal getragen ist, wir reden nicht vom privaten Theater und deswegen denke ich, muss die Gerechtigkeit hier da sein, dass die Löhne gezahlt werden. Wenn wir eben, wie Sie sagen, in der Verwaltung die Tariflöhne zahlen und diese Verwaltung auch öffentlich getragen ist, müssen wir das eben am Theater auch tun. Wie sehen Sie denn das mit diesen Tarif und vielleicht so Umstrukturierungsandrohungen? Sehen Sie denn Grund und Anlass dafür, etwas umzustrukturieren? Ja, wir haben ja hier im Theater also fast 15 Jahre Haustarifvertrag gehabt. So, und das heißt, man hat ja damals schon mal mehr gehabt, dann ist es abgesenkt worden und jetzt kommt man mal wieder zurück mit der Perspektive, dass jetzt 4 Jahre der normale Tarif gezahlt werden kann. Und das Ende danach ist offen. Also das ist aber schon mal schwierig. In dem Moment brauche ich übrigens auch nie über eine Dynamisierung reden, weil das Ende erstmal schon absehbar ist. Also es ist erstmal die Frage, kann ich überhaupt auch nach den 4 Jahren die entsprechenden Gehälter weiter bezahlen? Also kann ich als Kommune das Geld überhaupt aufbringen, um die Aufgabe, die mir da gestellt worden ist, überhaupt zu erbringen? Wünschenswert ist es natürlich schon, aber wir müssen halt sehen, was können wir als Stadt machen und was muss der Freistaat machen? Und hier ist ja erstmal der Freistaat in der Pflicht, weil es ist völlig klar, dass so eine Stadt wie Görlitz sich das alleine nicht leisten kann. Ne? Mit 2 Millionen Euro Einnahmen ist ja noch nie einmal die Hälfte finanziert von dem, was man eigentlich braucht. Was kann man machen? Man muss sich vielleicht mal die Frage stellen, warum gehen die Zuschauerzahlen zurück? Also zumindest 2017 sind sie ja zurückgegangen, um fast 10%. Die Anzahl der Aufführungen allerdings nur um 5%. Also ist da vielleicht noch irgendwie Luft nach oben? Hat man in dem Jahr davor bessere Aufführungen gehabt oder an anderen Orten die Aufführungen gehabt? Die Zahlen von 2018 kenne ich allerdings nicht. Weiß nicht, vielleicht ging es auch wieder nach oben. Wäre ja zu hoffen. Also ist da noch was möglich? Kann man noch mehr an Nebenbühnen was bringen? Was definitiv nie funktionieren wird, sind Einsparungen im Personalbereich. Also, dass ich jetzt irgendwelche Leute entlasse, dass ich die Stellen nie habe oder auch langfristig, dass ich immer unter Tarif bleibe. Weil wir erleben natürlich auch in der freien Wirtschaft glücklicherweise so langsam einen Anstieg der Gehälter. Und die Frage ist natürlich auch, wo kriege ich denn am Ende Nachwuchs eigentlich her? Für wen ist es denn dann noch interessant, Musiker zu werden? Also auch, ne, das macht natürlich niemand, um reich zu werden. Das ist in erster Linie eine Passion, wo die Leute sich in wirklich frühen Jahren dafür entscheiden, das zu machen. Aber trotzdem sollen sie ja auch am Ende bezahlt werden. Und wenn das Auskommen so schlecht ist,
na dann habe ich keinen Nachwuchs mehr. So, und deswegen ist es natürlich auch eine staatliche Aufgabe, die Leute vernünftig zu bezahlen. Und ich denke, zu der Frage, was Sie gerade eben zu Frau Lübeck so eingeworfen haben, die öffentliche Hand, und letzten Endes ist ein Theater ja eigentlich eine öffentliche Einrichtung, ja, auch wenn es jetzt in der GmbH ist. Aber es ist eigentlich eine öffentliche Einrichtung, weil sie doch überwiegend auch von Zuschüssen jetzt direkt erstmal lebt. Unabhängig davon, dass natürlich Geld wieder reinkommt, auch für den Standortfaktor, den das Theater liefert, ne, weil es wichtig ist für uns. Aber wie gesagt, hier müssen wir mit Vorbild vorangehen und da ist der Freistaat gefragt. Das kann die Stadt auch langfristig alleine überhaupt gar nicht leisten und auch nicht im Landkreis. Frau Lübeck. Also da, teilweise haben Sie recht, der Freistaat ist gefragt, aber also Ihre Forderungen als OB sind ja eben die Gewerbesteuer zu senken und da gehen uns einfach Einnahmen verloren, wenn wir uns das angucken. Das wäre eine Möglichkeit für die Stadt zu sagen, da können wir das Theater finanzieren. Das denke ich. Deswegen bin ich kein Freund der Gewerbesteuersenkung, auch nie der weiteren Absenkung auf die nächsten Jahre. Die eine Idee, die man entwickeln kann, ist zu sagen, okay, das Theater ist öffentlich, es kommen aber auch viele Touristen in die Stadt. Wir könnten eben überlegen, machen wir eine Tourismusabgabe für die Nutzer, die hierher kommen, sage ich jetzt einfach mal so ganz nüchtern, und unser Angebote nutzen, die eben wir hier hart umkämpft finanziert haben. Also ich möchte natürlich gerne, dass Touristinnen und Touristen hierher kommen und das Theater nutzen, aber wie kann man eben dem vorgreifen, ohne zu sagen, wir müssen die Preise ständig erhöhen für die Görlitzerinnen und Görlitzer, beziehungsweise für alle, die das Theater im Kulturraum nutzen. Ja, das nochmal dazu. Herr Wippel, wollen Sie direkt? Ja, ich würde sehr gerne darauf antworten. Natürlich kann man das kurzfristig gedacht, also sehr kurzsichtig gesehen, so interpretieren und sagen, na gut, hier geht uns natürlich, wenn wir die Gewerbesteuer senken, Geld verloren, was uns dann fehlt, dass wir es im Theater einsetzen. Zum Ersten ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr relativ gut gelaufen, das heißt, der Freistaat Sachsen hat mehr, also die Gemeinden haben mehr Geld eingenommen, es wird dann wieder zerlegt, das Geld, und kommt auch bei uns an, das heißt, die Stadt Görlitz wird auch mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben, als man eigentlich erwartet hatte, das ist das eine. Insofern ist die Absenkung der Gewerbesteuer nicht so dramatisch, was die Einnahmeeinbußen der Stadt angeht, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Und auf den zweiten ist es natürlich so, dass das Geld, auf was das Theater bekommt, irgendwo erwirtschaftet werden muss. So, und das geht natürlich nur, wenn wir unseren Unternehmern auch die Luft zum Atmen lassen, wenn wir weitere Unternehmer hier ansiedeln. Nur dann haben die Leute auch eine vernünftige Arbeit, nur dann haben sie das Geld auch selber ins Theater zu gehen, weil sie sehen so, dass die Karten immer kostenlos werden. Und wenn die Wirtschaft dann sich entwickelt, wenn sie dann, sag ich mal, wenn wir mehr als 7% Zuwachs haben, ne, was an die Gewerbesteuer gezahlt wird durch Neuansiedlung, dann haben wir natürlich auch wiederum mehr Spielraum. Ne? Also ich gehe erstmal einen Schritt zurück, mache erstmal ein Zugeständnis und am Ende habe ich dann hoffentlich mehr raus. Okay, nur noch eingeworfen habe die Zahlen, wenn ich korrekt informiert bin und das im Haushalt nicht ganz falsch steht, jedenfalls in dem Entwurf, den ich mal gelesen habe, er ist ja noch nicht öffentlich, dann ist durch die Gewerbesteuersenkung, die bereits in Kraft, also die gerade beschlossen ist, werden sozusagen 2 Millionen perspektivisch in 3 Jahren weniger summiert, im dritten Jahr da sein. Aber die Summe, die absolute Summe der Gewerbesteuereinnahmen in Görlitz ist immer noch höher als zum letzten Jahr, also wo die beschlossen worden ist. Also die Summe, die absolute Summe geht nicht zurück, sondern es steigt nicht so schnell wie bislang gedacht. Frau Schumann. Ich wollte Herrn Wippel noch mal bei 2 Sachen helfen. Sie hatten gefragt, die Zahl von 2018, die kann ich Ihnen gerne nennen. Die Besucherzahl lag bei 149.263. Wenn Sie jetzt noch die von 2017 parat haben, können wir es vergleichen. Und die andere Sache der Dynamisierung, vielleicht darf ich das nochmal erklären. Wir dürfen das nicht vermischen. Es gibt den Kulturpakt, der geht auf die Personalkosten und der ist auf 4 Jahre befristet. Wovon ich spreche, ist die Dynamisierung im System der Kulturraumfinanzierung. Das hat mit der Befristung erstmal nichts zu tun, deswegen kann man das eine nicht neben das andere stellen. Die Dynamisierung ist eine Forderung, die wir haben, auch okay, das zu machen. Wir jetzt verstanden. Und mir ist das wichtig, das auseinanderzuhalten, damit das nicht verwischt wird. Und der Kulturpakt nochmal geht nur auf den Bereich der Personalkosten. Okay, das habe ich schon verstanden. Danke.
Vielleicht nochmal zu der Zuschauerentwicklung und Kartenpreise. Ne? Also wir werden das Theater nicht mit Kartenpreise finanzieren. Das ist ausgeschlossen, weil Sie das angesprochen haben, dass irgendwelche Zuschauerzahlen, die gehen mal runter, mal hoch, das ist so im Theater. Und deswegen werden wir mit Kartenpreisen das Theater nicht finanzieren. Wir brauchen, was wir unbedingt brauchen, von Seite der Kommune eine positive Bevölkerungsentwicklung. Das würde uns helfen. Tatsächlich, das würde uns bei Einnahmen helfen, das würde die Wirtschaft helfen und natürlich muss das Land machen, was nur geht, aber ich bin wirklich dagegen, nur eine in Pflicht zu nehmen. Deswegen ist auch dieses System so jetzt ausgelegt, dass das Land und die Kommune sich beteiligen, das ist auch richtig so, 70-30, das ist im Kulturraumgesetz so, das ist jetzt bei diesem Topf jetzt vom Theater und Orchestern. Und deswegen, wir sollen uns bemühen, derjenige, der von uns was darf am Ende, wir sollen uns bemühen, dass die Bevölkerungsentwicklung eine positive ist. Hier in Gerlitz. So, jetzt bin ich ja Ihnen schon sehr dankbar, dass Sie ein bisschen das Thema geweitet haben, weil als Frau Winkler mich das erste Mal fragte, ob ich das mir vorstellen könnte, habe ich gesagt, naja, heute diskutieren wir über das Theater, morgen über die Straßenbahn, übermorgen über den Berzhofer See, alles so separiert. Eigentlich gehört doch alles zusammen. Und ein Oberbürgermeister, der 7 Jahre hier diese Stadt regieren will, also im Grunde auch egal, wie lange er regieren will, muss er alles irgendwie beachten und die Interessen aller in eine gewisse Waage bekommen. Deswegen meine Frage an Sie alle vier zusammen nochmal, und darum dreht sich ja unser Gespräch im Grunde auch schon seit Jahren. Wenn Sie so die ganze Aufgabenpalette einer Stadt sich anschauen, Kitas, Hort, Schulen, Straßenbahn, Berzdorfer See, Gewerbesteuer, Gewerbegebiete, was weiß ich alles noch. Das ist ja ein ganzes Potpourri, ein Blumenstrauß voller Rosen, manche Stacheln, manche nicht. Wo sortieren Sie denn da das Theater rein? Ist es für Sie sozusagen absolut das Wichtigste, dass Sie nie und nimmer unter keinem vorstellbaren Vorzeichen zur Disposition stellen? Oder wie muss das eine Rolle spielen, damit es in Görlitz gut funktioniert? Ich würde mal sagen, wir machen eine Runde und dann ist es gut, Herr. Erstmal. Fangen Sie mal an. Ja, das Theater steht nicht für sich alleine, wie es am Anfang auch schon richtig gesagt wurde. Das Theater ist ein Standortfaktor, es ist ein wichtiger Standortfaktor. Wenn ich Menschen für die Region begeistern möchte, wenn ich Unternehmer für die Region begeistern möchte, dann brauche ich natürlich auch dieses Theater. Ja, weil die Leute natürlich auch in ihrer Freizeit auch, auch eine geistige Zerstreuung oder eine andere geistige Anforderung suchen, als sie die vielleicht den ganzen Tag auf Arbeit haben. Deswegen gehört es natürlich dazu. Und es hat auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche, dass jetzt die Leute extra in die Stadt kommen, um sich ja, hier das Theater anzusehen. Das ist sicherlich die kleinste Zahl von denen, die Görlitz besuchen kommen. Wenn ich sagen, dass es das gar nicht gibt, das ist aber auch nie das Wichtigste. Aber es gehört insgesamt in einem Komplettpaket natürlich für diese Stadt Görlitz mit dazu. Auch als Görlitz als Kulturstadt, ne, aber natürlich auch für die Wirtschaft in Görlitz. Auch die hat eben was davon, weil nur wenn die Standortfaktoren ringsherum stimmen, und da haben wir deutliche Nachteile in vielen Bereichen, nicht nur, also da gehört das Theater dazu. Also ich sage mal so ein paar Sachen, die bei uns nie ordentlich sind. Wir haben Görlitz hat es verpasst, ein vernünftiges Freibad zu haben. So, stattdessen haben wir dort jetzt eine schöne Wiese. Ja, Görlitz hat kein vernünftiges Hallenbad, wo man sich auch wirklich lange Zeit gerne aufhalten will, wo auch Menschen, die jenseits der 10 oder 11 Jahre sind, sich lange Zeit aufhalten wollen. Ja, also das sind alles Baustellen, die wir natürlich auch noch haben, die wir zusätzlich auch noch haben, wo wir uns auch entwickeln müssen, wo wir auch an den Standortfaktoren arbeiten müssen. Und das Theater ist ein Standortfaktor. Okay, Frau Lübeck. Ja, da haben Sie recht, es ist eine breite Palette, aber das Theater ist ja auch ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches. Also eben das, was hier auf der Bühne passiert, ist ganz wichtig, aber auch das, was eben drumherum, nenne ich es jetzt mal, passiert. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass eben an diesem Theater, also
wenn wir jetzt von Görlitz sprechen, zum Beispiel auch, dass Viatea mit organisiert wird hier über diese Struktur, wenn die nicht mehr vorhanden wäre, dann würden wir auch vor dieser Frage stehen. Und wenn wir halt potenzieren oder mal gucken, wie viele Besucher eben allein an diesem Wochenende Viatea kommen und wie viele eben im Jahr hier in dieses Theater kommen, dann sehen wir einfach, dass es eine unheimlich große Wirkung hat auf das, was hier in der Stadt passiert. Und dass es das Theater oder die Dinge, die eben über das Theater passieren oder organisiert werden können oder eben an Veranstaltungen neu entstehen, dass die von der breiten Bevölkerung auch getragen werden. Also dass die Görlitzerinnen und Görlitzer sagen, ja, wir wollen das Theater. Und dann würde ich als Oberbürgermeisterin, hätte ich jetzt vielleicht auch nie gerade Kultur und Management studiert, natürlich mich einen Teufel tun, mich da dagegen zu stellen. Aber vielleicht zielt die Frage auch ein Stück weit ab, zu sagen, können wir uns eben auch eine Stadthalle unter der Prämisse leisten, dass wir überlegen müssen, wo kommt das Geld her für unseren Anteil, den wir hier an dem Theater haben. Das sind eben Überlegungen, die man treffen muss, die uns jetzt die nächsten Jahre eben betreffen werden in der Entwicklung. Dann werden wir nicht sagen können, dass wir einfach sagen, Theater ist da und gut, wie wir das vielleicht oder wie andere das bei anderen Projekten tun würden und sagen, das muss einfach sein. Da ist für mich dann eher die Prämisse zu sagen, Theater muss sein, eben auch in dieser Vielfalt, die wir haben, in dieser, wie es schon kam heute, Internationalität, die hier in die Stadt kommt. Und eben als Ort der Begegnung, und wie ich schon sagte, wir müssen eben auch rausgehen, was natürlich auch passiert, wenn wir hier im Kulturraum unterwegs sind, aber eben auch zu sagen, wie können wir eben unser Publikum, unsere Görlitzerinnen und Görlitzer besser mit dem Theater verknüpfen und eben auch zu sagen, jetzt unabhängig vielleicht von einer Gewerbesteuer, wie können Unternehmer noch mehr in das Theater reinwirken im Sinne von Unterstützung. Da gibt es schon ganz viele Aktive, das sehen wir auch, wenn wir eben gucken, auf der Website vom Theatermusikverein, wie viele Menschen hier den Vorhang mit finanziert haben oder die Konzertharfe. Und wie kann das einfach von der Bevölkerung weiter getragen werden? Weil wenn dieses Engagement halt da ist, dann ist es auch möglich, das Theater, denke ich, hier in Görlitz zu halten. Frau Schubert. Also, ich denke, dass, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, wir in diesen Zusammenhängen immer denken müssen. Und wir haben natürlich den Bereich der Kultur, der enorm, enorm vielfältig ist. Der Bereich der Kultur wirkt in die Gesellschaft hinein. Und ich möchte das nochmal in einem anderen Beispiel aufmachen, weil erst gestern ein Gespräch darüber gelaufen ist. Wenn wir uns die Schulsituation angucken in dieser Stadt und wir wissen, dass wir Kapazitäten ausbauen müssen, dann stellt sich nicht nur die Raumfrage, sondern stellt sich, wo kriegen wir die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich her dafür? Denn da sind wir bundes- und sachsenweit im Wettbewerb. Und wenn wir Menschen dafür begeistern wollen, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, hier nach Görlitz zu kommen, hier zu bleiben, vielleicht eine Familie zu gründen, dann brauchen die Rahmenbedingungen. Und Kultur ist eine dieser Rahmenbedingungen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, Wirtschaft und Fachkräfte, sondern es geht auch darum zu sagen, was ist die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur. Und das Theater an sich ist ein Ort der Kultur. Das heißt, alles, was wir im Kulturbereich haben und insbesondere im Theater, ist eigentlich eine zivilisatorische Errungenschaft. Und das sind die Dinge, die wir für den Standort Görlitz dringend halten müssen. Und wir müssen, so wie es Frau Lübeck auch schon gesagt hat, es steht uns gut zu Gesicht, diese Zusammenhänge immer zu sehen. Also Stadtentwicklung in Görlitz kann nicht losgelöst betrachtet werden von Kulturentwicklung. Und davon ist das Theater ein Teil. Und ich persönlich als Oberbürgermeisterin würde da keine Luft dran lassen. Okay. Ich denke, dass wir kulturell in Görlitz sehr gut aufgestellt sind. Und dass wir eine Stabilisierung und Erhaltung der vorhandenen Aufgaben brauchen. Und ich habe am Anfang schon gesagt, für mich ist das Theater auch ein Wirtschaftsfaktor. Ganz bewusst habe ich das gesagt. Es ist mehrmals in verschiedenen Art und Weisen hier betont worden, warum. Es geht um diese sogenannte Umwege Rentabilität. Die Leute, die hierher kommen, die diese kulturelle Leben auch für wichtig erachten. Aber ich will noch einen Aspekt ansprechen an dieser Stelle. Das ist auch grenzüberschreitend sehr wichtig. Das ist eine Besonderheit für unsere Europastadt, Görlitz-Görlitz. Und wenn wir die Grenzen zwischendurch nicht zumachen werden, so wie die AfD möchte. Aber ansonsten ist das Theater, glaube ich, sehr wichtig. Ja, das müssen Sie schon aushalten, wenn Sie so damit werden. Ja, das müssen Sie aushalten.
Und jetzt um zurückzukommen, ich denke tatsächlich, dass das Theater sehr wichtig ist für die Europastadt. Okay, wir wollten. Wir wollten so 45 Minuten hier oben diskutieren, das haben wir ein bisschen überzogen. Aber vielleicht haben Sie da Nachsicht. Jetzt aber ist Ihre Zeit angebrochen. Vielleicht hat Ihnen das eine oder andere gesagt, Anregungen gegeben, nachzufragen, worauf wir hier oben nicht gekommen sind oder weil wir schon wieder zum nächsten Thema gehüpft sind. Da meldet sich jemand. Können wir die... Na doch, vielleicht ist es doch besser. Und bevor Sie anfangen, möchte ich Sie einfach bitten, jeweils Ihren Namen zu sagen, damit wir hier alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und Ihre Frage bitte kurz zu formulieren, wirklich kurz und eine Frage, damit möglichst viele rankommen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich auch dazwischen gehen. Bitte. Rosa, mein Name. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie hier in der Landtagsdebatte. Wir haben eigentlich hier die Görlitzer Probleme zu klären. Und das, was ich absolut vermisst habe hier, vor allen Dingen von mir aus gesehen links, das sind die Ansätze, was soll passieren, damit das Theater rentabler wird. Also nie Einsparungen, haben sich ja alle bekannt, aber das sind Lippenbekenntnisse in meinen Augen. Und es hilft auch nicht, dem Oberbürgermeister zu sagen, das ist Sache des Landes, sondern mich interessiert, was hat der zukünftige Oberbürgermeister, was tut er dafür, dass das Theater halten wird. Danke. Sie haben gesagt, vor allem auf der linken Seite, das wäre also Frau Schubert und Herr Ohsen. Richtig? Ja, das war der Teil der Landtagsdebatte, aber ich mich interessiert... Ja gut, Herr Wippel ist ja auch Mitglied der Landtagsfraktion der AfD. Das, ja, ja. Aber Sie meinten schon die zwei, oder? Ja. Also, Herr Ohsen, ganz links können Sie anfangen. Ja. Fange ich an, ich bin ganz links heute Abend. Nein, stimmt nicht. Ich habe das mehrmals betont, was wir machen müssen. Es hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wir müssen uns auch sehr bemühen, dass die Bevölkerung wächst. Die Bevölkerung wächst in dem Moment, wenn wir auch gut bezahlte Arbeitsplätze anbieten können. Also es hängt tatsächlich von der wirtschaftlichen Entwicklung. Dann können wir all diese schönen Dinge des Lebens, wie das Theater auch, für den ich auch brenne, auch finanzieren. Ob das Theater ist, Sport und andere Dinge. Wir brauchen unbedingt eine gute wirtschaftliche Entwicklung und einen Bevölkerungszuwachs. Herr Rosa, vielen Dank für Ihre Frage. Wir wollten natürlich keine Landtagsdebatten hier nachzeichnen, aber Sie wissen, dass es eine kommunale Pflichtaufgabe ist, das Thema Kultur in Sachsen. Und das heißt, es ist eine solidarische Beziehung. Das heißt, das Land gibt Geld und die Kommune gibt Geld und meistens auch die Sitzgemeinde. Deswegen kann man das ganz schlecht ohne beides miteinander diskutieren. Sie haben gefragt, wie das Theater rentabler werden kann. Ich weiß nicht, ob das die Frage ist, ob es rentabler werden muss. Ich denke, was wichtig ist, dass die Attraktivität dieses Theaters über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Das hat Octavian Ohso schon angesprochen, das Thema der Zusammenarbeit. Wir haben viele Polinnen und Polen, die auch dieses Theater besuchen. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Und der zweite ist, ebenso wie wir es schon angesprochen hatten, ist, dass sie Menschen, die in die Stadt kommen, auch ansprechen und sagen, wir haben hier ein tolles Theater, kommt. Also, soweit ich informiert bin, wenn Sie sich anmelden in der Stadt Görlitz, kriegen Sie auch die Informationen und wissen, okay, ich kann da hingehen, da gibt es das und jenes. Und das gibt es nicht nur in der Hochkultur, sondern das gibt es für meine Kinder, das gibt es in dieser und jener Sparte und da gibt es noch weitere Spielstätten, an die ich gehen kann. Und das muss ich verbreiten. Und da haben Sie eine Mundpropaganda, die wunderbar funktioniert, dann kriegen Sie auch das Theater voll. Aber so wie es Herr Ohso gesagt hat, über die Eintrittsgelder alleine werden Sie es nicht schaffen, den Haushaltsansatz zu erwirtschaften für das Theater. Gut, ich habe irgendwo gelesen, die Einnahmen an den öffentlichen Theatern durch Kartenverkauf, glaube ich, oder durch Einnahmenerlöse sind so bei 20%. Ich weiß nicht, wie das hier in Görlitz ist. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber es wird auch so ähnlich sein. Und so ist das im ganzen Land im Grunde genommen.
bei öffentlichen Theatern, davon haben wir so 140, glaube ich, in Deutschland. Und dann haben wir noch 220 Privattheater, so viel zur Statistik. So, der nächste bitte. Vielen Dank. Mein Name ist Joachim Traubot. Bekomme ich da einen Zwischenapplaus? Herr Traubot, stellen Sie einfach die Frage, das ist doch nicht so wichtig. Ja, da haben Sie völlig recht. Im Bundestagswahlprogramm der AfD heißt es wörtlich, ich zitiere, die AfD bekennt sich zur deutschen Leitkultur. Weiter heißt es, die Ideologie des Multikulturalismus gefährdet all diese kulturellen Errungenschaften. Weiter heißt es, Multikultur ist Nichtkultur. Zitat Ende. Diese Aussage finden sich auch im Wahlprogramm der AfD Sachsen wieder. Was deutsche Leitkultur allerdings ist, das steht im Wahlprogramm nicht. So, jetzt komme ich zu meinem Frageneinsatz, das vorausgeschickt wird. Ihr Schäfer, Jörg Urban, also der Fraktionsvorsitzende der AfD im Sächsischen Landtag, hat ja auch gesagt, der Staat solle Einfluss nehmen, durchaus auf Spielpläne und Ausstellungen. Die Frage bitte. Ja, lassen Sie mich die Frage stellen, auch wenn es für die AfD unbequem ist. Die AfD in Sachsen will Kulturförderung vom Erfolg abhängig machen. So, vor diesem Hintergrund wissen wir auch, dass immer mehr AfD-Gemeinschaften gegen die Theater, gegen Ausstellungen und so weiter klagen. Herr Wippel, wie wollen die AfD Görlitz und ein AfD-Oberbürgermeister Wippel den Kunst- und Kulturbetrieb in Görlitz gestalten? Haben auch Sie vor, inhaltlich auf den Kulturbetrieb einzuwirken? Wir haben viel zu viel über Geld gesprochen hier. Mich interessiert überhaupt nicht jetzt zunächst mal, was das kostet, sondern mich interessiert, ob ich dann hier in diesem Theater statt eines internationalen Tanztheaters eine schlesische Trachten- und Tanzgruppe erwarten kann. Das heißt, okay, wir haben die Frage verstanden, Herr Traubot, und Herr Wippel, der direkt angesprochen ist, wird darauf antworten. Ja, vielen Dank, Herr Traubot. Dadurch, dass Sie nicht aus Görlitz kommen, kann ich es super nachvollziehen, dass Sie auch mit schlesischer Tradition überhaupt nichts anfangen können. So diskutiere ich, sich über unsere Region hier zu äußern, finde ich, ist erstmal eine Frechheit. Das mal an Sie zurück, aber ich denke, wir können ja gerne einmal. Vielleicht können Sie sich auf die Frage konzentrieren, das ist uns allen geholfen. Natürlich, sehr gerne. So, kann man als Bürgermeister Einfluss auf den Spielplan nehmen? Ich sage natürlich nein, ich möchte das grundsätzlich auch gar nicht tun. Das ist auch völlig klar. Warum sollte ich das tun? Ich meine, Sie unterstellen ja eine ganze Menge, dass wir gegen Spielpläne und so weiter klagen. Das ist völliger Unsinn. Es gibt vielleicht das ein oder andere Stück. Wenn dort wahrheitswidrige Behauptungen unter dem Deckmantel der Kunst getätigt werden, dann ist es natürlich auch klar, dass der Angegriffene sich dagegen auch zur Wehr setzt. So, das ist das Einzige, was wir tun. Zur Frage der Leitkultur sei ganz klar gesagt, natürlich ist die deutsche Kultur im Wandel begriffen. Alle Kulturen auf der Welt sind im Wandel begriffen. Die Frage ist, wie schnell geht das Ganze und bin ich mir des eigenen bewusst oder stelle ich was Fremdes über das eigene? So, und das möchte ich nicht. Für uns, das ist auch völlig klar, ist Deutschland erstmal Deutschland mit der deutschen Kultur, so wie sie gewachsen ist. Und da gehört natürlich auch eine ganze Menge dazu, da gehören auch die Veränderungen der vergangenen Jahre dazu. Ja, also niemand würde jetzt ernsthaft in Frage stellen, dass es Pizzerien gibt. Ja? Das hat sich über die letzten Jahre natürlich einfach so entwickelt. Ja? Das ist so. Genauso wie der Döner mittlerweile auch irgendwo zu uns gehört. Ja, auch das ist eine Frage. Ist er deswegen schon Leitkultur? Nee, aber das ist durchaus eine intellektuelle Debatte, die man auch führen kann, die man führen sollte, und das sind jetzt einfach mal zwei Beispiele, weil Essen tun wir alle, das dürfte doch jeder verstehen. Also es ist eine Debatte, die soll gerne geführt werden und die soll für die Ton geführt werden und nie im Görlitzer Rathaus. Ich habe eine Nachfrage.
Ist Ihnen irgendwie in den letzten Jahren, weil das ja so anklang, ein Stückchen Görlitz in Erinnerung auf dem Spielplan dieses Theaters, dieses Hauses, das sozusagen zu Ihren Vorschlägen von Kultur nicht gepasst hat? Weil Sie immer so sagen, ja, wenn es zu überzogene Kritik ist. Gibt es da hier einen Anlass oder nehmen Sie da eher Beispiele von woanders oder wie auch immer? Ja, das Beispiel, was ich jetzt konkret im Kopf habe, hat eher in Berlin stattgefunden. Also hier tatsächlich, ich habe das Theater hier auch nie angegriffen, überhaupt nie. Hier ist mir das nie bekannt und natürlich muss Theater auch international sein. Das ist ja auch der Blick. Ja, die Bretter, die die Welt bedeuten, sagt man ja nie ohne Grund. Und deswegen müssen natürlich auch, können auch Ensembles international aufgestellt sein. Ja, also wenn Menschen sich auf einer gleichen geistigen Ebene bewegen, ja, und die kommen aus verschiedenen Ländern und sie haben Anknüpfungspunkte miteinander, dann funktioniert das ja auch. Dann funktioniert das ja wunderbar. Das sehen wir ja im Sport bei Fußballern, das sehen wir im Theater und das sehen wir auch im Film und bei anderen Sachen. Ja, dass die Leute natürlich auch miteinander klarkommen, auch wenn die aus verschiedenen Ländern kommen. Aber das heißt ja nie, dass sie einen den anderen dominiert. Ja, also wie gesagt, hier ist es durchaus eine Bereicherung, auch Stücken auch aus anderen Ländern zu haben. Und selbstverständlich kann ich mir das auch vorstellen, dass hier auch Musik aus polnischen Teil Schlesiens gespielt wird. Ja, das kann ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier eine italienische Oper aufgeführt wird. Na klar. Oh yeah. Ja. Gut. Herr Oso. Also ich wollte eigentlich nicht nochmal was dazu sagen, aber ich muss unbedingt. Dieser Antrag, den ich angesprochen habe, Herr Wippel, und zu dem Sie gestimmt haben, der Antrag hieß von Sachsen für Sachsen in Sachsen. Also eigentlich nur aus Sachsen und vielleicht noch aus Deutschland, aber mehr nicht. Darum ging es und da haben Sie dafür gestimmt und jetzt sehen Sie, wie schön es ist, wenn alles so international ist. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Herr Oso, wir können uns gerne über die verschiedenen Anträge unterhalten, wo Sie zugestimmt haben, wo Sie Ihrer Fraktion zugestimmt haben. Wir können uns über die Anträge unterhalten, wo wir Verbesserungen, ganz konkrete, auch vor Ort haben wollten, wo Sie nicht zugestimmt haben. Ja, das sind alles solche Sachen. Sie wissen selber, dass Fraktionen in der Regel geschlossen abstimmen, außer man hat ein ganz, ganz großes Problem damit. Ja, also nochmal ganz klar, hier solche Dinge uns vorzuwerfen, ich denke, das haben wir eigentlich nicht nötig, aber wir können dann gerne auch bei anderen Themen, bei denen Sie auch denken, mitreden zu können, zum Thema Sicherheit und so weiter. Da kommen wir gerne noch mal rein. Okay, wir wollen jetzt keine Auswertung der letzten 5 Jahre im Landtag haben. Dafür ist auch noch Zeit in diesem Jahr, in diesem Superwahljahr. Dann ist das vielleicht auch an einer passenderen Stelle mitunter. So, der Nächste. In Scheinflug, Görlitzer und habe das Theater über viele Jahre hier erleben dürfen. Mein Vater war früher sogar Opernsänger hier im Haus. Ich bin leider ohne meinen Vater aufgewachsen, weil er sehr zeitig verstorben ist. Ich habe eine sehr spezielle Bindung auch zum Theater. Und für mich ist wichtig zu wissen, wie geht es positiv in der Stadt weiter. Ich habe vernommen, dass generell das Theater hier weiter wirken soll. Und ich möchte auch von allen Kandidaten heute mal wissen, wie diese phänomenale interkulturelles Angebot, was das Theater hier bietet, auch in Zukunft in dem Stadtmarketing nach außen wirkt. Was für Vorstellungen hat der einzelne Kandidat, wie wir dieses Juwel auch nach außen verkaufen und entsprechend neue Görlitzer vielleicht damit werben oder auch Leute aus der Wirtschaft anlocken? Das ist meine Frage. Gut, vorhin haben wir bei einem Wippel angefangen, jetzt fangen wir bei einem Rose an. Dann fange ich damit an. Zuerst einmal, das Theater ist kein Stadttheater mehr. Das ist ein Kulturraumtheater. Wir sind Minderheitseigner als Stadt. Die meisten Stimmen sozusagen in diesem Konstrukt hat der Landkreis. Wir haben eine Aufgabe als Theater für den ganzen Landkreis. Das ist auch gut so, das ist eine Besonderheit. Und wir waren wirklich die Ersten in Sachsen, die diese Aufgabe wahrgenommen haben. Und das hat dann uns auch einen Vorteil verschafft nach außen. Und deswegen müssen wir ein bisschen größer denken. Und ich denke, wir können für die Stadt sehr, sehr gut werben mit unserem Theater. Sowohl nach außen im Landkreis und darüber hinaus auch auf der polnischen Seite. Also ich
vielleicht was sagen, Herr Schneidflug. Danke für die Frage. Ich hatte schon angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass Sie auch, wenn Sie mit Kindern arbeiten im Theaterbereich, sehr früh eine Bindung zum Theater herstellen. Und das hat sich ja bewährt in der Reihe, die ich angesprochen habe, mit dem Hexenritt und den Drachentönen, dass Sie eben dadurch auch neue Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen. Und das sind natürlich nicht nur die Kinder, sondern die nehmen ihre Großeltern mit, die nehmen ihre Eltern mit, die nehmen den Besuch mit, der eben mal da ist. Und über die Mundpropaganda haben Sie ein sehr wirkungsvolles Mittel, dort sozusagen auch den Zuschauerkreis zu erhöhen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass das Innenstadtmarketing eine Verankerung A schon hat, aber B auch noch stärker finden muss. Und da geht es natürlich auch um das Thema Besonderheit und Spezifika. Menschen lassen sich ja besonders auch von diesen Dingen ansprechen und begeistern, die sie nicht überall am gleichen Ort bekommen können. Und da sehe ich, hat eben das Gerhard-Hauptmann-Theater schon in den letzten Jahren sehr deutlich gezeigt, durch verschiedene Uraufführungen, durch verschiedene Stücke, die es eben nur hier tatsächlich auch gibt, durch ein wunderbares Tanztheater gezeigt, dass dieser Standort, diese beiden Standorte, die Spielstätten, unglaublich gute Qualität liefern, was die Aufführung angeht. Und das in ganz verschiedenen Bereichen, mit ganz verschiedenen Themen. Und das ist eine Sache, glaube ich, die man gut weitererzählen kann, wo man das auch mit Bildern unterlegen kann, die Menschen dann mitnehmen, die zum Beispiel zu Besuch sind, die das weitererzählen und die dann sagen, beim nächsten Mal gehen wir wieder hin, nehmen wir noch welche mit. Also das sind diese Sachen, auf die ich setzen würde. Die frühzeitige Bindung mit Kindern und Jugendlichen eben zu arbeiten. Und der zweite Bereich ist, weiterhin dafür zu sorgen, dass wir hier auch so besondere Stücke eben haben, die nicht jeder hat. Und das ist die große Klasse, die auch dieses Gerhard-Hauptmann-Theater tatsächlich beweisen konnte in vielen, vielen Jahren. Also ich denke, es ist eine ganz ambivalente Frage, weil es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir eben schaffen, eine Auslastung zu erzeugen. Also wenn wir eben sehen, okay, es gibt Vorstellungen, die laufen vielleicht schon länger, da kriegen wir nicht den Saal voll, da ist es wichtig, das eben auch für Stadtmarketing zu nutzen. Aber ich denke, wie ich schon gesagt habe, das Theater ist ein Ort der Begegnung und es ist vor allen Dingen wichtig, dass sich die Görlitzerinnen und Görlitzer mit ihrem Theater identifizieren, dass die Menschen, die hier arbeiten in diesem Theater, dass die sich wohlfühlen. Und ich denke, wir sollten nicht nur den Ansatz verfolgen, wenn wir jetzt junge Menschen oder überhaupt generell Menschen mit Angeboten hier in das Theater holen, dass es immer dann gleich irgendwie einen Output haben muss im Sinne von, die kaufen ein Abonnement oder die sind jetzt irgendwie angefixt, sondern im Sinne eher zu sagen, okay, wir schaffen ein Angebot, was wichtig ist, wir bauen die Theaterpädagogik wieder auf, weil ich finde, dass ein Stück weit stiefmütterlich behandelt wurde, dadurch, dass wir eben diesen Konsolidierungsplan haben. Ich habe auch nochmal geschaut, wenn man sich eben anguckt, wie gering eigentlich dieser Anteil ist, an Theaterpädagogik, aber eben auch im Marketingbereich. Ne? Also wir haben eine Wahnsinns-Spartenvielfalt, die hier vermarktet werden muss und das ist eben nicht einfach. Und deswegen denke ich, es ist schon wichtig, das Theater nach außen zu vermarkten, aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass es eben hier für die Görlitzerinnen und Görlitzer ein Identifikationspunkt ist, dass die Angebote hier wahrnehmen, aber auch selber die Möglichkeit haben, hierher zu kommen und zu sagen, ich möchte mit einwirken im Sinne von, ich möchte partizipieren oder ich habe eine Idee, ich möchte was machen. Da können wir eben, weil vorhin ja auch die Frage kam, was kann man hier vor Ort in Görlitz machen, da geht es einfach auch darum, eben, wie ich sagte, hier das Theater als Spielstätte, aber wir haben auch das Apollo, wer das Apollo kennt als kleines Haus, es ist einfach in einem wahnsinnig schlechten baulichen Zustand und da, das Haus gehört eben der Wohnungsgesellschaft und da können wir zum Beispiel einwirken und sagen, das wollen wir erhalten, das wollen wir nutzen und da haben wir einen Anziehungspunkt und dann können wir da auch sagen, da können wir Angebote schaffen für Kinder, für Jugendliche, die sich eben aber vielleicht auch selber betätigen wollen im Bereich Theater. Okay, jetzt sind wir doch wieder in Strukturfragen gekommen. Es ging schon ein bisschen um Werbung und wie man das besser noch an die Leute bringen kann. Ja, also ein wichtiger Punkt ist schon mal angesprochen. Na klar, die Hauptzielgruppe der Theaterbesucher ist in der Stadt und im näheren Umland. Sondern das ist für mich natürlich eine Frage, wie kommen die Leute hierher? Wie ist der öffentliche Personennahverkehr strukturiert? Kommt man nach dem Theater noch vernünftig weg? Kann man noch was essen gehen? Kommt man vernünftig hierher mit den Zeiten? Klappt das nur auf den Hauptbuslinien in der Stadt? Oder wie sieht das eigentlich aus? Wenn man über die regionale Anbindung, mit den regionalen Bussen reden. Ja. Da haben wir natürlich als Stadt nur ein gewisses Mitspracherecht.
Aber ich denke, da muss man auch drüber reden. Ich meine, wenn ich das richtig verfolgt habe, in Zittau gibt es sowas schon, so einen Ansatz, dass da der Bus auch zum Theater hinfährt, gelegentlich, so ein Theaterbus. Warum gibt es das bei uns eigentlich nicht? Also warum ist Rotenburg schlecht angebunden? Warum ist Löbau und Wiesbaden schlecht angebunden? Also kriegt man da auch die Leute aus dem Umland hierher? Weil ich sage jetzt nochmal, wir haben eine oberzentrale Aufgabe. Und das heißt eine Versorgung auch über die Stadt hinaus, auch mit Kultur und mit Hochkultur. Und dafür ist das Theater da. Und das setzt natürlich also auch ganz klar voraus, dass die Leute, die im Umland wohnen, auch die Möglichkeit haben, das Angebotene das zu nutzen. Ja? Ganz zwingend. Wie kann man darüber hinaus werben? Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der Scheinpunkt, den Sie da angesprochen haben. Das eine ist die Vermarktung generell. Wenn ich nach außen möchte, dann müssen wir das über die Stadt hinaus machen, natürlich auch mit dem ganzen, mit dem Kreis als solches. Dann kann das Theater für sich selber natürlich auch Werbung machen mit den ganzen Nebenbühnen und anderen Schauplätzen, wo man aber spielt. Aber natürlich auch in der Landkreisvermarktung als solches, auch mit Bautzen zusammen, muss das Theater auch einen Punkt haben. Wenn ich Unternehmen gewinnen will für die Region, dann muss ich mit meinen Standortfaktoren natürlich auch werben. Ich muss mit den Funden, die ich habe, wuchern, und das Theater ist so ein Fund. Und das heißt, es braucht dann auch eine Standortbroschüre, wo natürlich auch ganz klar drinsteht, was wir hier haben, zum Beispiel mit dem Theater, aber natürlich eben auch mit anderen Sachen. Ja? Aber das muss dort alles mit rein, damit diejenigen, die am Ende die Entscheidung treffen, das auch wissen, dass es das hier gibt. Und ansonsten ist es einfach wichtig, dass sich auch zum Beispiel unsere Kulturservice GmbH, die ja sicherlich bei dem einen oder anderen auch mit unterstützen bei irgendwelchen Kooperationen, dass sie sich auch vernünftig mit der EGZ abspricht, damit rechtzeitig auch geworben werden kann, auch für die Stücke. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Leute mehr hier rein. Gut, dann hat sich der Herr da gemeldet. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Hoppmann. Ich bin vor 14 Jahren aus Berlin hergekommen. Nachdem ich mich hier umgemeldet habe, bekam ich als erstes eine Werbe Anzeige der NPD und wollte gleich wieder abhauen. Herr Wippe, Sie haben vorhin den Herrn aus Lüneburg so zusammengestaubt. Ich denke mal, Sie haben Ihre ganze rechte Gesinnung in Westdeutschland erlangt, ne? In Düsseldorf. Vorher war das nicht so. Ich habe dazu mal eine Frage. Und zwar reden Sie sehr viel über das Schlesische. Ich stelle mir jetzt nur vor, AfD, Görlitz, 7 Jahre AfD-Bürgermeister. Dann denke ich mir, das, was in Ostritz bisher stattgefunden hat, das wird unter einem gütigen AfD-Bürgermeister dann im Schlesischen Meer, vormals Berzdorfer See stattfinden. Und zwar schlesische Landsmannschaftsfeste und so weiter. Irgendwelche Dinge. Und Sie haben jetzt wieder das Schlesische angesprochen. Ich denke, das Görlitz wird dann ein Zentrum von Rechtsradikalen aus Ost und aus West. Insofern bin ich ein besorgter Bürger und ich habe eine sehr große Angst, dass Sie die Region vor die Hunde fahren. Was können Sie dazu sagen? Sie haben das Schlesische heute wieder angesprochen. Beim letzten Mal auch vor 2 Wochen. Ich habe kurz mit mir gerungen, ob ich überhaupt auf diese wirklich Frechheit eingehe. Aber ich möchte es einfach machen, weil erstens ist es Unsinn. Ich weiß nicht, was ich mit Düsseldorf zu tun habe. Ich war einmal in Düsseldorf, da habe ich den nordrhein-westfälischen Landtag besucht. Das war vergangenes Jahr gewesen. Ich weiß nicht, was ich... Ich war auch schon mal in Duisburg, aber auch da mehr zum Abendessen. Also bitte, Sie sind erstens schlecht informiert, zweitens Sie erzählen dummes Zeug, was Quatsch, also Entschuldigung, das ist aber anders. Was erzählen Sie mir über die NPD? Ich bin nicht die NPD. Ich werde mich auch nicht für irgendeine NPD oder was die machen oder irgendwelche durchgeknallten Neonazis, werde ich mich nie rechtfertigen. Was erwarten Sie eigentlich von mir? Das hat doch mit Anschlag nichts zu tun. Weil völlig klar. So, und zum Thema Schlesien. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie einfach mal einen Blick in die sächsische Verfassung werfen, die sich das sächsische Volk gegeben hat, Anfang der 90er Jahre,
Und da steht auch ganz klar drin, dass Schlesien Teil von Sachsen ist, dass man sogar, wenn man das wollen würde, das ist jetzt keine Forderung von mir, wenn man das wollen würde, könnte man hier anstelle der sächsischen Fahne die schlesische Fahne hissen. Das hat in Sachsen Verfassungsrang und sie wurden schon lange gerückt. Vielleicht lesen Sie mal die sächsische Verfassung, statt diejenigen, die sich an Recht und Verfassung halten, als Neonazis zu verunglimpfen. So, ich würde jetzt mal gerne wünschen, dass wir eine weiteren dieser Polar. Entschuldigen Sie, Herr Hartmann, Sie können auch den Saal verlassen. Nein, er hat mit der Antwort noch. Also, jetzt ist es, glaube ich, mal gut. Ich glaube, wir sollten uns wieder eines Tones befleißigen, der das Gespräch ermöglicht, auch über unterschiedliche Ansichten hinweg. Denn wenn wir dazu nicht mehr in der Lage sind, dann steht es sehr schlecht um diese Demokratie. So, es haben sich jetzt noch 5 gemeldet. Ich würde die gerne abarbeiten. Dann kommen wir an die Schmerzgrenze von 9:30, wo Frau Winkler schon gesagt hat, 8:30, dann wird es gefährlich. Es ist ja heute auch Rosenmontag. Vielleicht trägt das auch noch zur Aufhellung der Stimmung etwas bei. So, ich hatte, glaube ich, da ganz außen den ersten. Mein Name ist Hans Wellner. Ich möchte keine Fragen stellen, ich möchte bloß einige Bemerkungen machen. Es ist mir... Ja! Herr Wehner, gerne immer, aber wir müssen jetzt wirklich auf Fragen... Nein, ich möchte doch, Herr Wehner. Was mir gefehlt hat, ist ein ganz großer Dank an dieses Theater. Was dieses Theater leistet, alle Mitarbeiter, die auf der Bühne stehen, das so unwahrscheinlich. Ich habe in meinem Leben in mehreren Großstädten gelebt. In Kassel, in Leipzig, in Berlin, habe immer und überall Theater besucht. Aber was dieses Theater in seiner derzeitigen Besetzung leistet, ist unvergleichbar. Gut. So, dann möchte ich sagen, das Theater muss politisch sein. Ihre Dame zu ihrer Linken hat das bestätigt, dass sogar eine womöglich leichte Operette immer einen politischen Hintergrund hat. Und die Regisseurin und der Regisseur, der das herausarbeitet, dem ist tausendmal zu danken. Dann hatte sich Herr Bauer. Meine Damen und Herren, liebe Oberbürgermeisterkandidaten, wir wollen wieder zur Sacharbeit zurückkommen. Das ist das Wichtigste, deshalb sind wir heute hier. Und wir wollen wissen, nicht nur was mit unserem Theater wird, sondern auch mit unserer Stadthalle. Und wenn wir das trennen, dann wird das ein schmerzhafter Schnitt für Görlitz. Ich weiß, manche sagen, der Bauer hat einen Klatsch, wenn er immer seine Stadthalle vorbringt. Aber die Stadthalle ist ein wesentlicher wirtschaftlicher Punkt und der kann nur gemeinsam mit der Theater GmbH erfolgen. Geben Sie die Stadthalle als Sitz unseres großartigen Orchesters. Können Sie eine Frage stellen, Herr Bauer? Ja, gleich. Das wäre gut gleich. Stellen Sie sich das mal vor. Unser Orchester arbeitet unter unsäglichen Bedingungen, auch hier im Haus. Der zweite Rang ist verfuscht, die Akustik ist im Eimer, um nicht zu sagen im Arsch. Und da unten in der Stadthalle ist eine Halle,
die dem Orchester zugute kommt. Die Frage. Unser Theater, das hat der Herr vorhin gesagt, ist es zu verdanken, dass es überhaupt noch existiert, seine Mitarbeitern, die auf 20 Millionen Euro verzichtet haben im Laufe der Jahre. Das darf man nicht vergessen. Und da bitte ich die Oberbürgermeisterkandidaten, das nie zu vergessen. Danke. Okay. Ich bitte Sie, mich wirklich Fragen zu stellen, sonst haben wir noch 100 Statements und kommen trotzdem nicht zu einem Ende. Ich verstehe das ja, dass man Sie auch erklären will. Wir haben ja hier einiges geboten, auch auf der Bühne und bei Ihnen unten. Also das regt ja auch an, aber dazu ist vielleicht auch im Nachgang dann einfach Gelegenheit und die sollten Sie dann auch nutzen. Sie waren tatsächlich noch dran. Herr Fischel, Sie sind anschließend dran. Ja. So, guten Abend. Poglawski ist mein Name. Ich habe da zwei Fragen sogar. Und die erste Frage, Herr Oso, Sie kommen aus Rumänien, ich komme aus Polen, aus Schlesien und wundere ich mich wirklich, dass immer wieder damit irgendwie Problem ist. Schlesien, was ist Schlesien? Wir sind in Schlesien, der Rest Schlesien. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie damit auch ein Problem haben. Und die zweite Frage ist, Sie haben gesagt, es sollte mehr Werbung für die Theater in Polen gemacht werden. Das ist richtig. Das wollen wir alle, dass die Besucherzahlen hier steigen. Allerdings, ich habe da Kontakte nach Polen. Ich rede oft mit Polen. Und die letzten 3-4 Jahre kommen sie nicht so gerne nach Deutschland und nicht so gerne nach Görlitz, weil die einfach Angst haben. Werden Sie da auch sorgen, dass die Leute sicher zu den Theater aus Polen kommen und dann wieder zurück? Danke, das war meine Frage. Also bevor Sie antworten, ich möchte jetzt ungern eingreifen, aber eine Schlesien-Debatte möchte ich hier nicht. Also aus vielerlei Gründen, ich teile manches nicht, was hier gesagt worden ist, dass Schlesien gleich rechtsradikal ist und Rechtsextremismus. Ich denke, da haben wir in Görlitz seit 1990 sehr vernünftig damit umgegangen, mit diesen Geschichten. Und uns klar von auch Dingen, die in der alten Bundesrepublik vielleicht gang und gäbe waren, distanziert. Sonst hätten wir auch diese Grenzlage nicht so nutzen können. Also ich möchte ehrlich gesagt keine Schlesien-Debatte. Und deswegen, Herr Roso, wenn, dann wirklich nur ganz kurz, vielleicht mit einem schönen Halbsatz. Und dann gehen wir wieder mal zum Theater zurück. Ich habe kein Problem mit Schlesien und Schlesien gehört zu der Geschichte dazu und ich weiß, dass in Polen die Polen noch weniger Probleme haben mit dem Begriff Schlesien. Ich bin gut vernetzt auch in Polen. Vielleicht zu der anderen Geschichte, dass Polen hier Angst hätten, ins Theater zu kommen, da mag ich zu bezweifeln. Vielleicht haben sie Freunde getroffen, die Angst haben. Ich weiß nicht, wovon sie Angst haben, ins Theater zu kommen. Vielleicht haben die Angst von der AfD, kann ich mir vorstellen. Aber das müssen Sie auch sagen. Also, ansonsten ist es so, ich habe auch ein gutes Gespräch mit Herrn Kronisch gehabt und der hat mir bestätigt, dass das Theater wirklich auch ein wichtiger Standortfaktor ist auch für Görlitz und dass sie das Theater gerne haben. Und wir haben eine Besonderheit hier im Theater. Ich weiß nicht, wie oft Sie hier im Theater sind, aber wir haben seit Jahren Untertitel in Polnisch. Also das ist eine ganz große Besonderheit, da wundern sich alle Gäste, die zu uns kommen und deswegen sind wir gut auf die polnische Seite darauf eingestellt und das wird auch weiter so bleiben. Ich hätte ja nie gedacht, dass eine OB-Wahl so zu aufgeregt hat. Herr Püschel. Ja, mein Name ist Günter Püschel. Ich habe mein gesamtes Arbeitsleben hier in diesem Hause verbracht, verschiedenen Sparten und ein bisschen sehe ich also durch. Ich möchte nicht, dass unter der heutigen Veranstaltung steht, wie beim Aufsatzthema verfehlt, also ich bleibe bei unserem Thema, was auf unseren Eintrittskarten steht. Zuvor nur zwei kleine Korrekturen, einmal an die Dame links von Ihnen, die Sachkosten der Immobilienreparatur ist keine Sache des Theaters, sondern der Stadt.
Das geht natürlich gleich auch an alle vier Bürgermeisterkandidaten. Das muss das Theater nicht von sich aus stemmen. Und an Sie, Herr Wibbel, wir haben vor Jahren, einige Jahre lang Fahrdienste eingerichtet gehabt über das Land. Wir haben also Busse organisiert mit unserer Marketingabteilung. Und wir wurden erst gut angenommen und schliefen langsam auch nicht aufgrund unserer fehlenden Aktivität, sondern auf fehlenden Interesses ein. So, jetzt zu meiner Frage, ich will es auch nicht vergessen. Am Anfang wurde die Frage gestellt, Herr Wibbel, wie stellen Sie sich unser zukünftiges Theater vor? Und Sie haben da ziemlich komplex geantwortet, haben gesagt, ja, das muss breit aufgestellt werden, das ist, also es war für mich, ich glaube, da gibt es zwei Antworten. Einmal, ich habe Ihre Antwort so verstanden, breit aufgestellt, der Spielplan, wunderbar, Ballett da, es müsste Oper, Operette, alles dabei sein, Schauspiel natürlich. Die zweite, für mich, Frage ist aber, was, die Antwort habe ich nicht so gehört. Bleibt es Ihrer Meinung nach ein Ensemble-Theater, auch wenn nach 4 Jahren der Kulturpakt verschlossen ist? Gut. Klare Frage, vielleicht auch klare Antwort. Ja, also erstmal danke für den Hinweis auf die, was Ihre Erfahrung mit dem Bus angeht. Ich denke, das wäre generell aber auch eine sinnvolle Sache, dass Görlitz auch abends ans Umland angebunden ist, auch mal unabhängig vom Theater. Es gibt ja noch Kino und andere Sachen, also verschiedene andere Gründe, warum man hierher kommen kann. Aber wie gesagt, danke für den Hinweis. So, und jetzt mal die Frage, soll es ein Ensemble-Theater bleiben? Und ich sage, ja, wir müssen alles dafür tun, dass es das sein kann. Prognosen sind schwer, gerade wenn sie die Zukunft betreffen, sagt man ja so schön. Aber ich hoffe auch, dass die Staatsregierung und auch die zukünftige Staatsregierung, wer auch immer die stellt, versteht, dass man Theater braucht, dass Kultur natürlich unterstützenswert ist und dass wir diese Mittel, die es jetzt gibt, auch in Zukunft haben können. Weil ich stehe auch dazu, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es sollte nicht der Fall sein, dass Menschen, die in, sage ich mal, öffentlichen oder halböffentlichen Betrieben arbeiten, so schlecht bezahlt werden, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Sonst hat das Ganze keine Zukunft, weil wir dann auch keine Jugend mehr haben. Das heißt, es muss attraktiv sein und wir brauchen da auch keine, sage ich mal, Wanderarbeiter an den Theatern, sondern wir brauchen eingespielte Ensembles, die sich kennen, die vernünftig miteinander arbeiten können, wo alles miteinander passt, wo auch die Technik und so weiter mitspielt, wo man sich nur angucken muss und wo man dann weiß, okay, was will der andere eigentlich und wie kann ich mich aufeinander einstellen, damit die Aufführungen zum Erfolg werden. Und das soll auch natürlich in Zukunft das Wichtigste sein, ne? Dass die Aufführungen am Ende erfolgreich sind und daran arbeiten hier in diesem Haus ja auch alle mit. So, meine Damen und Herren, wir haben es gleich geschafft. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Eine Frage habe ich noch an alle Kandidaten sozusagen reihum. Der Landkreis sucht ja im Moment einen Intendanten für das Gerhard-Hauptmann-Theater. Ich glaube, er soll ab Ende oder zweites Hälfte nächstes Jahres amtieren. Und Sie werden mit ihm zu tun haben. Und mich würde interessieren, wenn Sie ihm einen Wunsch oder eine Forderung übermitteln könnten, was wäre das? Aber wirklich nur eine. Und Frau Schubert, Sie dürfen als Erste dazu antworten. Ich würde mir wünschen, dass die guten Dinge, die es gibt, weitergeführt werden und dass wir den Mut und die Klasse behalten, die Uraufführung, die ich schon angesprochen habe, auch mutig weiterhin hier auf der Bühne zu zeigen, um eben das Besondere am Standort weiter rauszuarbeiten. Vielen Dank, Herr Ose. Ja, mein Wunsch wäre, dass der neue Intendant ein gutes Verhältnis nach Ihnen pflegt im Theater und ein erfolgreiches Theater nach außen bringt und dass wir viel Erfolg haben über die Grenzen von Görlitz hinaus mit unserem Theater. Vielen Dank, Herr Wittel. Ja, ich habe den Wunsch, dass ein Intendant, sollte er generell haben, sowohl das Verständnis hat für die Kunst, auch in seiner ganzen Breite, wie sie ist. Jeder hat ja irgendwo so seine Lieblinge, also er muss irgendwo alles repräsentieren können. Und auf der anderen Seite muss er auch versuchen, das Ganze mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten
quasi auszugestalten, dann auch umzusetzen und auch diesen Blick für das Wirtschaftliche neben der Kunst ebenfalls zu haben in dieser Form. Vielen Dank. Und von mir, Ihr Schlusswort. Ich würde mir wünschen, dass die zukünftige Intendantin des Theaters ein feines Gespür hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gemeinsam mit diesen das Theater weiterentwickelt. Ja. Schön. Dann danke ich Ihnen hier oben auf der Bühne sehr herzlich für diese Diskussion. Wünsche Ihnen noch, es sind ja glaube ich noch 10, 11, 12 Wochen irgendwie bis zu dem ersten Wahltermin, vielleicht gibt es auch noch mehr. Noch einen schönen Wahlkampf. Ihnen darf ich sehr herzlich danken und vielleicht sehen wir uns ja auch wieder bei der nächsten Premiere hier im Theater. Ich glaube, sie ist Ende März. Ein Musical von Andrew Lloyd Webber ist das Sunset Boulevard, ein britischer Komponist. Und das wäre doch schön. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie diesem Haus verbunden. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das macht viel Sinn. Das ist halt so.